Es sieht mit einer Wertnote von 9,0 vom Reitsportclub Wotershausen Kaskader S und Nina Sophie Ernst. Zunächst die Glückwünsche der Jury, der sie werden überbracht von der Richterin dieser Prüfung, Frau Andrea Schönberger. Für die Dieter-Hofmann-Stiftung gratuliert der Vorstand der Dieter-Hofmann-Stiftung, Herr Daniel Kircher. Für CDD Saint-Yi gratuliert der Vertriebsbeauftragte Herr Antonius Vollmann. Und Sie werden begleitet von unserer Gastgeberin, von Lieslotte Marie Lenzenhoff. CWD unterstützt bereits seit vielen Jahren den Förderpreis der Dieter-Hofmann-Stiftung mit wertvollen Ehrenpreisen für den Sieger und die Platzierten. CWD hat bei seinen Produkten stets das Sportpferd im Blick. Wir achten auf jedes Detail in unserem ständigen Streben nach Exzellenz und Komfort. Wir kümmern uns sowohl um Freizeitreiter als auch um die besten Reiter der Welt. Wir investieren, um Innovation zu unserer treibenden Kraft zu machen. Das Wohlbefinden Ihres Pferdes und Ihre Zufriedenheit steht dauerhaft für uns an erster Stelle. Und als Ehrenpreis für unsere Siegerin, für Nina Sophie Ernst, Sieger der Dieter-Hofmann-Stiftung, einen Gutschein der Firma CDD im Wert von 465 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Auf den zweiten Platz mit einer Wertnote von 8,8. Aber wir warten noch einen Moment, bis Kaskader S denn bereit ist für das Foto. Auf den zweiten Platz mit einer Wertnote von 8,8. Vom Reiterverein Maharaja Annabel Klopp. Für die Zweitplatzierte gibt es einen Gutschein von der Firma CDD über 355 Euro. Ja. 3 mit einer Wertnote von 8,7. Vierter Platz mit einer Wertnote von 8,8. Vom Reiterverein Nina Zollzheim, Gelernt TP und Elisabeth Kamminger. Auf den vierten Platz ist ein Gutschein der Firma CDD nunmehr in von 350 Euro. Und auf den fünften Platz mit einer Wertnote von 7,9. Von der PSG Marino Friedberg, Carrera M und Maximilian Köckler. Eine Höhe von 100 Euro. Und natürlich überbringt die Glückwünsche des Pferdesportverbandes Hessen der Präsident des Pferdesportverbandes Hessen, Dr. Harald Hohmann. Und im Rahmen dieser Prüfung wird ein Sonderehrenpreis für den besten, jüngst platzierten Nachwuchsreiter vergeben. Aussichtsreiche Sporttalente und Spitzensportler müssen einen hohen finanziellen Aufwand betreiben, um in ihrer Sportart erfolgreich zu sein. Fahrten zum täglichen Training oder die Unterbringungskosten im Sportinternat sind nur zwei Beispiele, die unterstreichen, dass Erfolg im Sport auch von individuellen finanziellen Möglichkeiten abhängig ist. An diesem Punkt unterstützt die Sportstiftung Hessen und fördert jährlich über 300 hessische Nachwuchs- und Spitzensportler in rund 50 Sportarten. Dazu gehören insbesondere olympische, paralympische und tieflympische Sportarten sowie der Bereich der Special Olympics und World Games. Für die Sportstiftung Hessen übergibt den Sonderehrenpreis der Geschäftsführer der Sportstiftung Hessen, Herrn Thomas Neu. Und der jüngste, erfolgreichste platzierte Reiter ist
gerade einmal 12 Jahre jung. Es ist Maxi.